Herzlich willkommen zu Frag die Tanzschuhmanufaktur. Mit diesem neuen Format möchten wir euch Fragen rund um das Thema Tanzschuhe und Tanzen und unsere Schuhfabrik beantworten und starten heute mit der Frage, muss ich mir eigentlich Tanzschuhe kaufen zum Tanzen oder gehen auch meine herkömmlichen Straßenschuhe? Wenn euch das Video gefällt, lasst uns ein Like da, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Viel Spaß! Warum brauche ich spezielle Tanzschuhe zum Tanzen? Für viele Sportarten gibt es spezielle Sportschuhe. Für Fußball gibt es Fußballschuhe, je nach Untergrund haben die sogar verschiedene Stollen oder Hallenfußballschuhe haben gar keine Stollen. Fürs Joggen gibt es spezielle Joggingschuhe und ich glaube, jeder, der mal joggen war, würde nicht mit normalen Schuhen oder Straßenschuhen joggen gehen, denn die Schuhe sind auch sehr flexibel und sehr gut gedämpft. Genauso ist es mit dem Tanzen. Damit wir unseren geliebten Sport richtig schön ausüben können und auch Spaß daran haben, gibt es auch fürs Tanzen spezielle Tanzschuhe und die haben ganz spezielle Merkmale. Kann ich denn nicht auch mit Straßen- oder Turnschuhen einfach tanzen gehen? Grundsätzlich kann man auch mit jedem anderen Schuh tanzen. Man kann ja auch grundsätzlich mit jedem anderen Schuh joggen gehen oder Fußball spielen. Man muss sich nur in die Lage versetzen, dass es mit einem speziellen Sportschuh natürlich besser geht. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich gehe mit einem Turnschuh aufs Parkett, irgendwie wird das auch funktionieren. Aber Turnschuhe sind speziell mit einer stark rutschhemmenden Gummisohle ausgestattet und spätestens bei einem Tanz wie dem Wiener Walzer wird man feststellen, okay, das sieht irgendwie ziemlich ungelenk aus, was ich da mache. Gleichzeitig könnte man sagen, ich nehme hier einfach einen Business-Schuh, einen Schuh mit einer Glattledersohle. Der gleitet zwar, aber bei Drehung hat man überhaupt keinen Halt, überhaupt keinen Grip und außerdem haben diese meistens eine Rahmensohle, die sehr hart ist oder auch die Damenpumps fürs Büro haben meistens eine sehr harte Sohle, die auch wirklich extrem glatt ist. Damit kann man tanzen, aber man kann sich Verletzungen zuziehen, man kann Knieprobleme bekommen bei Turnschuhen, bei den Drehungen. Und letztendlich sieht es auch einfach nicht schön aus. Was macht einen Tanzschuh eigentlich besonders? Tanzschuhe im Vergleich mit Businessschuhen oder Turnschuhen sind wesentlich leichter und flexibler. Ein Businessschuh ist sehr hart und sehr schwer. Und ein Turnschuh ist einfach sehr globig. Tanzschuhe sind auch vom ganzen Aufbau her wesentlich filigraner. Sie fühlen sich an wie eine Socke und das Tanzen fällt sehr leicht. Besonders hier am Lateinschuh kann man sehen, dass die Brandsohle von einem Tanzschuh deutlich flexibler ist als von einem normalen Straßenschuh oder Businessschuh. Dann ist vor allem sehr wichtig bei den Tanzschuhen die spezielle Sohle. Nur Tanzsohlen sind so gestaltet, dass man den Boden zum einen selbst richtig gut spürt und fühlt, aber sie gleiten und drehen auch. Sie können gut gleiten, wenn ihr aber dreht oder Schritte macht, habt ihr den nötigen Grip. Und als letztes sind Straßenschuhe oder Turnschuhe keine Sportschuhe für diesen Tanzsport. Fürs Tanzen braucht ihr ein echtes Tanzsportgerät und das sind unsere Schuhe. Sie sind strapazierfähig, schweißbeständig und führen euch einfach dazu, dass ihr bessere Tanzschritte machen könnt und es euch einfach leichter fällt. Das war's für heute mit Frag die Tanzschuhmanufaktur. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das natürlich direkt hier im Video in den Kommentaren, könnt ihr die Fragen stellen. Ansonsten freuen wir uns sehr über ein Abo, über ein Like oder dass ihr unserem Kanal generell folgt. Beim nächsten Mal widmen wir uns mit der Frage, welche Tanzschuhe sind denn eigentlich die richtigen Tanzschuhe für mich? Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet und sagen vielen Dank und bis bald.